habe gerade richtig Lust auf ein Cappuccino bekommen. Und wo mache ich's? Natürlich in dem Thermomix. Dazu nutzen wir die Guided Cooking Funktion. Wir gehen in unser Kochbuch rein. Von A bis Z. Gehen hier drauf. Cappuccino fängt mit C an. Klicken mal an. Und starten. Das Rezept ist für 4 Tassen ausgelegt. Ich werde nur die Hälfte machen. Hier sehen wir die Zutatenliste, und zwar brauchen wir 50 Gramm Zartbitterschokolade, 1 Liter Milch und 4 bis 5 Esslöffel Kaffee. Also wie gesagt, ich werde die Hälfte davon machen. Zartbitterschokolade, mindestens 60 Grad, 50 Gramm, aber wir haben gesagt, 25 reichen mir. Also wenn der Mixtopf noch drin wäre, wäre es ja noch cool. Jetzt kann es losgehen. So, sind sogar 35 Gramm. Das macht nichts. Na? 500 Gramm Milch. Und 4 bis 5 Esslöffel Kaffee, dann machen wir das. Messbech in den Mixtopfdeckel einsetzen. Und 9 Minuten 80 Grad auf Stufe 1. Wir klicken auf Weiter. Lassen Sie den Messbecher eingesetzt. Okay. Wähle auf Stufe 4 drehen, dann schrittweise auf Stufe 8 erhöhen. Und das 25 Sekunden lang. Jetzt machen wir erstmal die Stufe 4. Unser Cappuccino ist fertig. Meine Mickey Mouse. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal, eure Anna.